die am zweiten Morgen haben die kleinen Lehrer putzen. Die Mami hat mir das ganz gut vorgeführt, wie man hier muss Federn einfetten und wie man Staub und Dreck rausnimmt. Es hat noch einen ganz kleinen, der kann ja kaum stehen, darum hat er noch etwas Mühe, das zu machen. Er ist am zweiten Tag. Das ist klar. Ich bin noch nicht so gut auf der Beine. Und auch interessiert es überhaupt nicht, was die Mami oder nur so beiläufig. Aber zumindest probieren sie es doch. Ja, ja. So. Demo fertig. Das ist der Macho. Er sagt, okay, wir sehen Enten. Was machen wir jetzt? Wir gehen sie verjagen. Er weiß natürlich auch genau, das ist eine kleine Junggesellengruppe von den Stockenten. Und die werden ihm überhaupt nichts machen. Die sind ganz friedlich. Der Kleine hat er in der Zwischenzeit im Schilf parkiert und der hat natürlich Hunger. Also der ist nicht so interessiert dran an den Enten, der hat es lieber zu fressen. Was wir hier gut sehen, sind bei den Augen nicht gut. Wenn sie unter Wasser gehen, ist das wie eine Augenbrille, das Hütchen, was ich über die Augen ziehe. Papi hat in der Zwischenzeit die Enten verjagt und jetzt tut er so, wie wenn er füttern würde. Aber er gibt nichts. Nichts. Er ist nur der gute Wille, aber der Kleine bekommt nichts. Er hat es noch nicht gelernt, wie man die Kleine muss füttern. Nein. Der Kleine sagt, okay, dann geh nicht zur Mami. Das ist die Mami mit den drei Töchtern. Der Macho hat immer seinen Sohn probiert zu füttern und ihm Sachen beizubringen. Und die Mami die drei Töchter. Da kommt der kleine Sohn. Und das ist das rechts oben dort, am Bildrand. Was ist das? Das ist ein Graureiher. Es sind wunderschöne Vögel, die Graureiher. Sie werden etwa bis einen Meter lang, aber sie sind eigentlich schlank, nur 1 bis 2 Kilo. Und haben eine Flügelspannweite fast bis 2 Meter. Wir haben ja Angst gehabt. Wir sehen sie viel bei uns auf dem Feld, die sind Mausen. Und da haben wir Angst gehabt, dass so ein kleines Blässhuhn für ihn vielleicht auch etwas wäre. Aber er ist zwar interessiert, aber das Blässhuhn fühlt sich nicht bedroht. Und er macht auch keine Anzeichen, dass er nicht angreift. Er beobachtet einfach das Ganze. Ja. Ich glaube, jetzt wieder etwa so 16 bis 17 Kilo früher gekommen. Seit dann sind sie fast ausgeraten. Ja, dann sind sie 1926, hat man sie auf die rote Liste gesetzt. Und dadurch hat sich nachher der Bestand wieder erholt. Da ist er auf die andere Seite vom Teich geflogen und auf einen Baum gekommen. Und die Sache ein bisschen besser überblicken. Die Mami tut ihre vier Kinder füttern und der Papi
Er hat, glaube ich, schon wieder ein anderes Projekt. Dann mal die kleinen stummen Flügel. Ah, aber der Papi tut auch schön futtern. Ah ja, hat auch etwas gegeben. Tatsächlich. Oh. Da bringt er. Das ist so leere Flum. Da ist nichts drin. Das ist einfach Flum. Ein bisschen schaut es an. Man sieht, das ist nichts. Keine Kalorien, gar nichts. Wenn es nicht. Das tut es jetzt netzen. Nein, der Kleine nicht. Nein, der ist schwerer als der Papi, mit nach zwei Tagen. Ich finde noch nichts. Ah. Das ist nicht drin. Er frisst es selber. Da ist ein Bläschen von der anderen Deichseite rübergekommen. Er hat das gesehen und macht einen Angriff. Das ist das Männchen, das rechts von der anderen Seite. Jetzt müssen die Flügel aufstellen beide, und sagen, wir sind bereit. Unser Macho da links hinten, der zeigt ihm, das ist unser Revier. Und das will ich verteidigen. Also dort Flügel aufstellen. Jetzt greift er ihn an und zack. Der andere ist abgetaucht, blitzschnell. Und hier sind sie. Zumindest im Kampf. Es ist also schon noch heftig, wie sie aufeinander losgehen. Na, aber unser ist ein Verlierer. Der Macho ist ein Verlierer. Da ist das Weibli von der anderen Seite gekommen, für ihren Mann zu helfen. Oh, unser Stöpfer gut, der Macho, schau mal. Die sind noch etwas drohen. Das auf der linken Seite, wo die Flügel nur so halb aufstellt, das ist unser Weibli, unser Mami. Sie sagen, alle ist bereit, jetzt hat sie gesagt, es ist gut. Für mich ist es erledigt. Und sie von der anderen Seite hat auch gesagt, es ist erledigt. Aber parat wäre ich noch. Auch also, die Geschiedenen gehen noch, sie gehen über. Und hier sehen wir sie natürlich. Vier Junge. Der Macho probiert wieder dem Kleinen etwas zu geben. Der sagt, okay, ich bekomme nichts. Aber die Lehrstunde war gut gewesen. Sie können schon ein bisschen putzen jetzt. Ja, ja. Das ist, glaube ich, am dritten Tag, haben wir einfach gefunden, in diesem Teich hat es viel zu wenig Nährstoff für die Bläschhündchen. Und dann haben wir von unserem Wettbüchlein gegeben. Und sie ist das natürlich geholfen, weil das gerade sofort den Jungen überbracht. Da war der Riesenfuss. Das sieht man gut hierher.
Und immer wieder putzen. Liebevoll, geduldig. Da ist eine Stockente mit ihren sechs Jungen auf den Eich gekommen. Nur so einen Besuch machen, Zwischenlandung gemacht hier. Jesus, Mami. Und dort hinten im Gebüsch hockt der Macho und wird die Sache beobachten. Er weiß natürlich auch genau, dass mit der muss ich nicht wollen stürmen, weil da verläuft er gerade sofort. Sein Sohn geht wieder zu ihm. Ja, und er probiert wieder zu futtern. Und das ist eine Ringelnatter. Die hat quer über den Teich über, hat die gemerkt, dass auf der anderen Seite junge Blässhühner sind. Und sie hat sich wahrscheinlich so ausgerechnet, dass ein kleines Bulle wäre gar nicht so schlecht. Und dann ist sie quer über geschwommen. Aber unsere Mami hat sie gesehen. Und scheucht es nicht, he? Zack! Nur die Schwanzbissen. Und die ist in jedem Tempo, ist die nachher abgehauen. Sagenhaftes Tempo. Ja. Kurz darauf ab, wird schon wieder gefuttert. Also es gibt keinen Stress für sie, offenbar, was ich muss vertrauen. Das ist schwierig. So viel. Schau da. Gierig. Das ist jetzt schon ein bisschen grösser. Das ist etwa nach 7 Tagen. Ja. Ja, man sieht es an der Kopfbedeckung. Gell? Ja, sie sind nicht mehr ganz so pünktlich. Und da sind sie etwa schon 3 Wochen alt. Da sieht man gut, wie unterschiedlich das die Grösse ist. Der Grosse ist wahrscheinlich der, der vorhin das Weckli gestohlen hat. Wahrscheinlich. Und der Kleine ist vielleicht der, der vom Papi ist gefüttert wurde. Ja, nehmen wir es an. Das ist ja immer noch etwa 3 Wochen alt. Etwa noch 3 Wochen. Ja. Da ist schon das rechte Tempo drauf. Mhm. Papi mit Sohn, oder? Ah, jetzt tut er dem Sohn zeigen, wie man an Futter herkommt.
wenn die Schilfstängel so hoch sind, drüber schwimmen, abdrücken, dann kommst du daher. Das ist leider meine Lunge. Nein, dann musst du halt hüpfen. Der Kleine hat ihm etwas verwünscht. Und jetzt? Jetzt tut er ihm zeigen, wie man das sonst auch noch machen kann. Also hüpfen ist eine Variante. Und knicken. Das scheint eine Delikatesse für sie. Ja, ja. Das ist recht aushütteln. So, jetzt kommt auch die nächste Dämme. Jetzt musst du schauen. Okay. Ah, ich noch mal zeigen, wie du es runterdrücken. Ich kann jetzt ist höher als vorher. Hier wird er ihm demonstrieren, dass man das Futter auch so vom Boden holen kann. Den Deichboden. Ja, das ist eine Woche älter, das ist etwa 4 Wochen alt. Er tut tatsächlich Futter, he? Ja, ja. Und jetzt hat er selber gefressen. Er tut teilen, Mama. Und das ist jetzt schon 5 Wochen alt. Das ist ja schön blumig. Und das ist jetzt bereits nach 6 Wochen. Es ist schön gross geworden. Ja. Fast so gross wie das Mann ist, ja. In so kurzer Zeit. Die anderen Bläsuhrenfamilien waren noch 2 auf diesem Teich. Die waren mittlerweile ausgewandert. Die waren am anderen Ort. Ja, der Flügel ist schon recht schön gewachsen. Das ist jetzt einer nach 7 Wochen. Da sieht man gut, dass die Blässe sich schon entwickelt. Ja, das auf der Stirn. Das hat ihm den Namen Und da haben wir sie das letzte Mal gesehen, das war nach 9 Wochen. Ja, no. Dann sind wir in den Teich gekommen und dann war der Teich leer. Unsere Bläshuhnfamilie hat sich ein neues Gebiet gesucht. Die Vögel sieht man, die sind schon bis hinten gewachsen. Also ich nehme an, die können nächstens anfangen fliegen.
hübsche junge Dame. Aber du hast immer noch betteln, oder? Mhm. Aber die Mami will nicht mehr futtern. Sie sagt, du kannst selber nehmen. Auch genug. Ja, im Wasser ist das Zeug, das du kannst essen. Ja. Das wär's. Bis später. Bis dann.